Hä? Hä? Okay, cool. Danke. Geiler Scheiß. Hä? So, ich noch da rein. Hä? Hä? Ja, dann geh aus der Tür. Entschuldigung. So, sind wir wieder auf aufsteigendem Kurs hier, wa? Ach, Lapislazuli, die habe ich aber ganz da oben. Na, dann könnten wir hier auch nochmal gucken, was sich so geändert hat. Danach jedes Mal ein Drehwurm, ne? Ach nee, du bist verzaubert, sag mal. Effizienz, Haltbarkeit, Glück, okay. Dürfte eigentlich für alle bis auf schwer zutreffen, bannen. Haltbarkeit 3, uiuiuiui. Buch, 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 Buch. Hab ich schon alle verzaubert, okay, na dann. Werden wir das heute nicht erfahren. Bin mir noch unschlüssig, ob ich den offen lasse, den Eingang, oder ob ich den ans Gebäude anschließe, oder ob ich diese Platte hier einfach erstmals Platte, so wie sie ist, lasse, da noch rüberziehe, hier über den Bereich quasi bis zu dem Baum hier. Ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Baumaterialien habe ich schon relativ viele da, aber noch nicht genügend hübsche, sagen wir es mal so. Die Schwarzeiche hat es mir echt angetan. Ja, aus Kies machst du Flintstone. Ja, da muss ich ihn aber erst setzen und dann dingsen. Und außerdem, ich habe so viel Kies. Den kann ich setzen, wieder aufnehmen, setzen, wieder aufnehmen. Ich brauche nur 12. Den mache ich in der Reihe und dann nehme ich den wieder auf und dann tue ich ihn wieder hin, dann nehme ich ihn wieder auf. Also von daher. Oh. Ne, ist ja langweilig. Möchte ich nicht. Ich möchte was ganz anderes langweilig. Geh aus meiner Tür, du Kackvieh. So. Ja, nee, dann müssten wir, wenn. Da draußen. Ja, würde dann auch noch reichen, wenn wir unten noch was reparieren oder erstellen müssen. Wenigstens ein paar Ersatzfackeln mitnehmen. Draußen bleiben. Echt aufdringlich, ey. So, ein bisschen Langeweile buddeln, noch ein bisschen machen hier so. Klein bisschen. Hier hin. Aber dann haben wir den Tunnel bis zum Knick. Als Fahrtunnel soweit schon mal fertig. Und dann links und rechts noch Gehweg, damit die Personen bei einem Zugschaden irgendwie aussteigen können und sich bewegen dürfen. Und damit ich nachher nicht den ganzen Scheiß dann wirklich zurücklaufen muss, renne ich jetzt erstmal bis ans Ende.
Und außerdem könnt ihr euch dann schon mal eine Vorstellung machen, wie langweilig das jetzt wird, Freunde. Ja, nur willst du nicht früher anfangen? Ach, ihr Lieben. Oh, mein Kaffee ist fast wieder kalt. Und fast alle. Das geht aber so nicht. Ah, hier kann man so schöne Akzente setzen. Mal gucken, was uns da alles einfällt. Ah. Da ist mein Chandra noch mit dem Hund draußen. Ja, und dann die ganze Strecke noch fünfmal, glaube ich. Ja. Dann wollen wir mal keine Müdigkeit vorschützen, ne? Genau, die Chandra. Ja, jetzt habe ich so viel Redstone und all so ein Kram, jetzt wird es bald mal Zeit, ne? Musikblock, Musik machen. The Bassline mit Snare Drum, Bass Drum, Hi-Hat. Obwohl, ich glaube, die haben keine Open Hi-Hat. Ich glaube, wir haben keinen Ride und keinen Crash. Naja, da muss ich mir was einfallen lassen. Schön. Und man kann dann auch irgendwie MIDI-Daten als Schematik importieren, wenn man das möchte. Das ist natürlich auch ziemlich witzig. Wir brauchen auf dem Rückweg ungefähr viermal so lange wie auf dem Hinweg, ne? Durch das Abbauen. Das ist ja sehr interessant. Man echt viel Zeit, um über so einige Sachen nachzudenken. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich die Pferde hinhaben möchte. Schweine, wie gesagt, die können erstmal da in dem ehemaligen Hühnerpassing da bleiben, in dem Hühnerabsperrding da, in diesem... Naja, eventuell sollte ich die Tiere aber auch vielleicht in Gebäude unterbringen oder so. Bin mir da nicht sicher. Ja, was sagt der Artikel schon über den Menschen aus, ne? Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Der Zombie grüllt hier rum. Tausend tolle Sachen, die haben wir heute schon gesehen. Manchmal muss man graben, um sie zu erspähen. So. Ja, ne? Pferde so in Boxen, aber auch mit dem Dach. Ich wollte eigentlich auch bei dem Hühnerstall so ein Dach machen. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher mit was und wie und wo und warum. Weil man hat ja schon sehr eingeschränkte Möglichkeiten, was einen immer dazu bringt, irgendwie rumzutricksen.
Ich weiß nicht, die Sesame Street, die ist doch immer noch up-to-date, oder? Bin ich jetzt doch schon ein bisschen älter und heutzutage gucken sie alle nur noch die Sendung mit dem Elefanten, anstatt die mit der Maus. Lach- und Sachgeschichten mit Armin Maywald. Mann. Ja, ich bin alt. Jetzt ist auch noch Karel Gott tot, verstehst du? Also, alle sind bald weg. Schlaue Biene Emsa. Ach, wenn die Familie Frosch nicht so in wäre, dann hätte ich euch jetzt echt einen Tenor liefern können, aber das geht mal wieder nicht, Freunde. Da hat die Mutter Natur einfach gesagt, so, jetzt geht der Frosch mal vorne. Emsa, erzähle uns von dir. Ja. Ah! Guten Tag. Hi. Hallo, entschuldigen Sie, ich suche den Ausgang. Oder die Toilette. Die Toilette war auch in Ordnung. Fuck. Hallo. Geil. Wo sind wir denn hier? Aha. Ja, hier war ich schon mal. Nee, Scherz. Nee, du hast auf einen ganz anderen Plumps gewartet. Freundchen, das kannst du mir nicht erzählen. Du hast auf so einen Plumps gewartet. So. Auf so einen Plumps. Du hast ja jetzt gesagt, ah, schade. Ja, komm, ich kenn dich. Kannst du jetzt verschmitzt grinsen? Und diese Biene, die wir meinen, nennt sich Emsa. Guck mal hier, das wäre ein Plumps geworden hier. Das wäre jetzt mal ein Fall geworden, du. Da hätte man sagen können, das hat sich gelohnt hier. Und so können wir nur sagen, ach, ja, ist ja nochmal gut gegangen. Wie war's denn mit Kies? Kies kann ich Kies übereinander stapeln? Lass mal gucken. Ah, super. Ja, hätte ich jetzt ein Schild bei? Würde ich jetzt hier machen, Achtung, Loch. So, ich glaube, ich muss schon wieder mal die Axt wechseln. Oh, Musik! Deswegen ist hier nämlich auch Bruchstein. Winnie hat hier auch irgendetwas ausgebessert und hat mir extra gesagt, im Tunnel... Vorsicht bei Bruchstein. Bruchstein gefunden und zwar wo... Nein, Winnie hat damit Bruchstein ausgebessert. Und hat gesagt, Vorsicht! Da, wo du Bruchstein siehst, reiß dich zusammen, alter Mann. Auch wenn es noch so im Finger juckt. Dahinter könnten böse Dinge geschehen. Wir haben hier nämlich unsere nonverbale Blockkommunikation, weißt du?
Na? Wenn Winnie mir hier irgendwo einen Block irgendwie in irgendeiner Art und Weise hinsetzt, weiß ich genau, um was es geht. Ihr nicht. Und diese ganzen Blöcke hier, ne, das sind all die armen Schriftsteller, die eine Blockade hatten. Da, gleich haben wir wenigstens den einen Teil durch, dann wird die Decke etwas höher. Das ist schon mal schön. Also haben wir schon, haben wir schon. Echt? Geil. Ein Stück sind wir dabei schon. Das ist schön. Bruchstein findest, dann hast du ihn, warum auch immer, gesetzt. Oder aber, was habe ich denn eben gesagt? Ohren auf, Emser, hast du wieder die... Mensch, hüpf mal ein bisschen. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, das ist unsere Blocksprache. Warte mal, ich kriege hier gerade Besuch. Moment. Ja, okay. Tschüss. Ja. So, Essen auf Rädern ist auch gerade geordert. Cool. Ich werd bekloppt. Ist ja fast wie ein Sonntag, der Samstag. Ich habe Bruchstein gefunden. Nein. Könnte nämlich sein, dass sich jetzt da ein Loch befindet, weil Winnie maximal, ne, hier so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ach, ihr Lieben. Ich hoffe, euer Samstag ist genauso gemütlich, chillig, abgedreht, nervig, schön wie meiner. Immer eine nette Runde mit dem Wauwau. Und bevor ich es gleich vergesse, weil in 20 Minuten liegt die Dano spätestens los, viel Spaß bei der Dano mit 7 Days to Die Alpha 18. Ja. Yeah. Man muss mal gucken, ne? Also je nachdem. Ach, Scheibenklasse, jetzt ist die auch noch kaputt gegangen. Muss ich mir tatsächlich noch eine Hacke bauen? Hacke, Hacke, ganz schön Kacke. So. Nur je nachdem, wie lange die da machen, sind wir vielleicht sogar noch am Start hier. Oder andersrum. Wie man das so sieht. Aber ich muss sagen, also in letzter Zeit irgendwie, vielleicht habe ich ja irgendwie so ein was eingefangen, was sich ausbrütet so langsam. Aber manchmal ist einfach so, da kann ich mich hinsetzen und einfach pennen. Nur noch pennen. Ich hab's geschafft. 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 Ja, 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 ja. Cool, machen wir gleich als nächstes. Jetzt machen wir erstmal die Hacke wieder ganz. Ehrlich? Das ist cool. Dann habe ich ja wirklich Bruchstein gefunden. Na, das glaube ich jetzt weniger, aber... Oh. Und jetzt ist ihm schlecht vom Rumschütteln. Nein, ich habe doch nicht den kleinen Pizzi geschüttelt. Meine Zauberhacke muss ich ganz machen. Ich will doch wieder mit meiner Zauberhacke hacken gehen. Das ist so wunderschön. Ba, 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 ba. War schlau, jetzt liegt mein ganzer Krempel hier rum. Ba, 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 ba. Oh, kein Kies. Schieß. Hä?
Also weder da noch da? Da sind sie doch, du blinder alter Mann. Du blinder alter Mann, und Kies hast du wohl, du blinder alter Mann. Mann, 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 Mann. Ich hoffe, euer Samstag ist genauso blind wie meiner heute. Bist denn du für ein Typ? So, haben wir irgendwas zum Verdaddeln? So, Granit lassen wir. Erde haben wir nicht. Rest ist Bruchstein. Diorit und Metall. Schön. Ich werde natürlich die Hacke reparieren, die keinen Schaden hat. Was denkst du denn? Hier hatte ich nichts drin, ne? Okay. Manchmal kann es schon so einfach sein, nicht wahr? So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch was drin. Sehr schön, Gold. Nehmen wir die. Bist du dir da sicher? Wie gesagt... Auch dein Wissen ist kein emsiger, unerschöpflicher Quell der Weisheit. Siehst du den Unterschied? Deswegen mache ich das da, weil ich davon zu wenig habe. Weil ich halt hier nicht irgendwelche automatischen Maschinen für mich farmen lasse, irgendwelche armen Spawner dazu missbrauche, Punkte zu bekommen. Nein, ich mache das nur mit ehrlicher Arbeit. Warte mal, so sieht das besser aus. Ich mache das noch ganz offen und ehrlich. Ja, hier. So. Hier. Ja. habe ich die wieder gesetzt oder habe ich nur dumm rumgelabert? Dumm rumgelabert, das steht mir eigentlich mehr. Aber ich habe mich drum gekümmert. Okay. Zip. Zip. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ist kein Gewitter. So, haben wir ein bisschen was an Kakao. Das ist schön. Ich würde gerne so einen Kakao machen, so mit Milch und so. Ja, Kinder, also da ja Essen auf Rädern irgendwie schon wieder geordert ist, wird das wohl so sein, dass ich nachher irgendwann recht rapide eine größere Pause einlege, so von einer halben, vielleicht auch eine Stunde, mal gucken. Dann kann ich ja mal bei meiner Chandra... der da nur reingucken. PC kommt erst später, sagst du? Mhm. Achso, die ist jetzt bestimmt, oh, die ist noch da. Ich hoffe, der Server läuft vernünftig heute für euch, weil das wäre ja, naja, ist auch kein Beinbruch, ne? Ja. Warum habe ich denn hier eine Schere und das Boot? Schon seltsam, was ich hier so manchmal mache. Gold hätte ich auch wegpacken können. Flintstone kommt da rüber. Metall können wir eigentlich mit hier rein tun, aber das brauchen wir eventuell nachher noch für diverse Herstellungszwecke. Bett brauchen wir nicht. Mini ist nicht da auf dem Server. Das ist gut. Das Boot können wir wegpacken. Da haben wir immer noch Diorit, Granit und Andesit. Freunde, wir haben Andesit wieder mitgebracht. Das ist schön. So. Lehm, 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 Lehm. Ah, da bin ich heiß drauf. Irgendwie so ein Zauber, dass man länger tauchen kann oder so. Aber das wird sich dann alles irgendwann demnächst zeigen. Leitern, Zäune. Zäune haben wir jetzt wirklich ein bisschen genug. Oh, fast zu viel. Aber das möchte ich so nicht behaupten. Man kann nie genug haben. So als braver Deutscher braucht man seinen Lattenzaun auf alle Fälle. Ah, Gold kann man da wegpacken.
das Dinner hier rüber. Ja, dann tun wir die aber. Und ich glaube, hier unten haben wir auch noch so ein. Aber hier sind eigentlich nur die angeknarzten, ne? Mhm. Okay. Entschuldigung, aber das musste mal gesagt werden. So. Ja, ne? Seltsam. Also sowas wie ein eigenes Leben. Also das geht gar nicht. Wo können wir denn da hin? Als ob der Hund mal vor die Tür müsste oder so. Das geht nicht. 18 Uhr, zap, zap, Stream und fertig. Das andere geht nicht. Dass die aber auch kein Mitleid mit uns haben, ne? Mit uns armen Content-Producern. Mensch. Geile Höhle hier. Hier habe ich anscheinend alles schon meine Punkte abgeholt. Ach, Diorit und Granit. Naja, Diorit habe ich im Moment wirklich schon, sagen wir mal, einiges. Schauen wir hier nochmal rein. Ah ja, hier ist interessant. Ah ja. Okay, ich höre Punkte. Was mit Niveau? Das hört sich vielversprechend an. So, dann wollen wir erstmal gucken. Das Ding hier können wir ja wieder zumachen. Oh, aber nur an der Sieht. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Kein Fall. Das geht nicht. Dann holen wir. Punkte. Hallo. Du da. Naja, die kriege ich nicht. Ja. Aber wenn hier wieder so viele rumwuseln, wissen wir, wie wir da hinkommen, ne? Also, eigentlich. Ach, guck mal, Punkte. So, da haben wir schon mal drei. Ach, guck mal, Punkte. Zur Reparatur der Hacke würde es reichen. Beruhigend die Schafe auf mich einblöcken. Oh, das ist nett von denen. Ja, ist doch so, Danu, Mensch. Komischen Dingen. Das hatte ich immer zugebaut, ja. Ihr mich auch, aber aus der Entfernung kriege ich eure Punkte nicht. Dann müsste ich mich rüberbauen und die fallen sowieso runter. Weil die hier rüber wollen, die Punkte. Da unten ist aber ein Zombie. Ich hier nicht so ein Tümmel die Bummel die Weg runter gemacht irgendwie? Nicht? Okay. So. Die, wie gesagt, reicht ja eigentlich. Könnten wir erstmal weiter buddeln. Wo kommen wir denn hier an?
Ah ja. Punkte. Im Wasser buddeln ist einfach so übel. Ja! Okay, hier kommen wir nirgends richtig an. Dann hat man auch nur bis hierhin gebaut anscheinend, ne? Mhm. So, wo auch immer wir hier sind, wunderschön. Ja. So, links ist immer gut. Das Loch kommt mir bekannt vor. Punkte. Ba, ba, ba. Ja, kommt mir alles bekannt vor. Okay, ja. Rechts, ach so, warte mal, das ist eine Höhle, die ist ausgeraubt, ne? Ja, ja. Jetzt nicht hundertprozentig ausgeraubt, aber ganz schön. Da war das Ding. Meine Orientierung ist immer wieder geil.